Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, kürzlich habe ich bemerkt, dass ich gar keinen gescheiten Clip habe oder zumindest keinen finde, indem ich den Zeckenzwinger ein bisschen mehr vorstelle. Es gibt ihn ja schon lange. Wie man sieht, wie man sieht, ist er an der Ecke Sophie Magdalena Schollstraße, Mohandas Karamchand Gandhi Weg gelegen. Und es gibt einen richtigen, realen Zeckenzwinger mit schönen klassischen Kunstwerken und Bildern. Es gab auch in Second Life ein sehr aufwendiges Projekt. Das lief einige Jahre, da war das sehr gut nachgebaut. Leider wurde es nach einigen Jahren dann wieder eingestellt. Es gibt jetzt andere Versuche mit 3D durch den echten Zwinger. Aber ich habe versucht, wenigstens eine kleine Hommage an die Hommage zu schaffen. Eine kleine Erinnerung an den Zwinger und die Bilder, die dort drin hängen, sind auch fast alle im realen Zwinger zu sehen. Und jetzt gehen wir einfach mal langsam dort hinein. Hören müsste man mich nach wie vor. Hier ist noch eine kleine andere Sache, einer von der ersten Malerin im Bereich abstrakte Malerei. War früher dran als die bekannten Herren. Ja gut, das ist der Vorplatz. Hier geht's hinauf zum Zeckenzwinger. Da ist noch ein bisschen was erklärt dazu. Das ist in etwa das, was ich vorhin sagte. Und ich habe einige alte Meister dort mit Informationen zum Maler auf Klick, aber nicht unbedingt zum jeweiligen Bild. Da kann man dann in Ruhe schauen und später im Netz recherchieren. Im ersten Obergeschoss noch alte Meister, wobei da aber auch noch etwas von Albrecht Dürer dabei ist und einige Experimente. Und hier geht es dann zum Eingang. Da ist noch eine Kiste. Wer mich jetzt schon vielleicht einen Ausstellungskatalog mitnehmen möchte oder ähnliche Dinge, der könnte das hier tun. Wie immer alles auf Klick. Einfach anklicken und ins Inventar kopieren. Und dann kann man alle Bilder mitnehmen. Kein Problem. Sind noch eine ganze Menge. Der Ausstellungskatalog steht hier auch nochmal. Auch da kann man ihn mitnehmen, das ist zum Umblättern. Nebst Anleitung. Auch hier draußen schon einige weitere interessante Werke und Arbeiten. Und hier geht es dann hinein.
Und da macht man einmal eine kurze Pause. Und man sieht aber schon zum Beispiel, zum Beispiel dort weiter oben, ist immer alles seitenverkehrt, ne? Da oben sieht man schon die Ecke mit dem Herrn Thürer und aber auch einige andere Bilder kann man schon sehen. Da laufen wir jetzt gerade mal ein Stück drumherum. Und werfen einen kurzen Blick auf die verschiedenen Arbeiten. Und wie gesagt, einfach anklicken und schon bekommt man einiges angeboten und geboten. Wie schon erklärt, das sind hier die Notizkarten, die sind dann im Inventar, die kann man in Ruhe durchlesen, man kann auch alles, was darin ist, kopieren, alles kein Problem. Das funktioniert genauso wie bei den vielen Büchern in der freien Bibliothek Pegasus. Das geht bei allen Bildern, die hier hängen, worauf wir jetzt aber, damit es nicht zu lang und zu langweilig wird, nur einen kurzen Blick im Vorbeigehen werfen. Hier wird es auch noch mal, da wird es auch noch mal kurz erklärt. Objekt anklicken, ein Fenster öffnet sich und dort dann ins Inventar, ihr seht schon, kopieren. Dann kann man das alles mitnehmen, genauso wie den Ausstellungskatalog, der halt auch öfter mal da steht. Und es hat aber auch noch einige Bücher, die man umblättern kann, mitnehmen kann. Die sind dann noch zusätzlich thematisch passend vorhanden. Hier aber, wie gesagt, der Ausstellungskatalog. Auch mit Notcard, die man dann bekommt, aber auch das Buch zum Umblättern und Nachlesen. Hier sieht man mal beides nebeneinander. Weitere Bilder in dem ehrwürdigen Gebäude hier. Ah, hier gibt es noch ein, kann man klicken, da gibt es dann modernere Kunst oben auf dem Dach. Aber wir gehen stattdessen lieber noch mal kurz etwas höher. Und
und sehen dann hier hinter mir, beziehungsweise über mir, schon die ersten Bilder von dem Herrn Albrecht Dürer. Oh, sorry. Da sind nicht nur die bekannten Sachen dabei. Hier gibt es auch nochmal Infos über den Herrn Dürer. Also nicht nur bekannte Dinge, sondern er hat zum Beispiel auch interessanterweise ein Rhinoceros mal gemalt. Eine ganz interessante Angelegenheit. Hier sieht man einige Experimente, die gemacht wurden mit einem Gemälde eines alten Meisters in Second Life umgesetzt. Und davon gibt es dann auch hier noch mehr. Und dasselbe schwebt auch noch mal im Raum, in dem normalen Rahmen. Auch da ist das Original nochmal zu sehen. Und auch wieder etwas, was in Second Life sehr gut geht. Nämlich eine Dia-Show mit passenden Dokumenten und mildern alten Schriften. Die Dia-Show läuft automatisch ab, kann aber auch jederzeit gern mitgenommen werden und die einzelnen Bilder sind natürlich frei verwendbar. Der ist witzig, ne? Und hier noch ein weiteres Buch. Das Handbuch der Kunstgeschichte gerne zum Mitnehmen. Da noch einmal der, unten nochmal der Katalog. Unten ist dann nochmal der Katalog zu sehen und oben drüber eine Box. Da ist auch nochmal alles drin, was da so herumsteht und liegt. In diesem Gemäude, den kann man dann auch gerade so mitnehmen. Alle Bilder zumindest. Hier eine weitere Dia-Show mit künstlerisch interessanten Dingen. Im Querformat. Und hier ist mehr das Thema, ja, Ägypten und Ähnliches, was dann natürlich thematisch ein wenig etwas anderes ist, aber durchaus auch Kunst und alte Kunst. Hier gibt es was ganz Modernes. Da kann man sich nämlich was ausdrucken lassen, ein Poster. Und das kann man dann mitnehmen.
Mensch, das war jetzt falsch. Ich habe es lange nicht mehr benutzt. Von daher bitte ich um Entschuldigung. Man soll natürlich nur das, was ausgegeben wird, mitnehmen. Das braucht einen Moment, aber man sieht, genau, da kommt. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es das tut. Haben wir das Gerät auch ordentlich wieder angemacht, ja. So, hier haben wir jetzt noch eine kleine Sache mit Hieronymus Bosch. Der Garten der Nüsse, ein sehr bekanntes Bild von ihm, in das man sich auch hinein begeben kann, so dass man da ganz ganz umgeben ist von der Kunst, besonders im Mausflug recht interessant. Die Wände sind durchgängig, kein Problem. Hier gibt es weitere Variationen dieses Buches. Dieses Buches, also dieses Gemäldes. Ein Buch gibt es aber hier auch. Natürlich eben über Hieronymus Bosch. Das ist also nochmal so eine kleine Ecke, die hier für ihn eingerichtet wurde. Hier auch der Hinweis auf den sehr interessanten Videoclip, den Natascha Rand einmal angefertigt hat, zu dem Garten der Nüsse, dem Bild von Bosch. Und es gibt dann Dinge, zu denen kommentiert man einfach mal nichts. So wie hier. Damit haben wir unsere kleine Tour schon hinter uns gebracht und sind jetzt nur noch auf dem Rückweg. Hier kann man noch mal rausschauen. Und jetzt legen wir mal einen Zahn zu und laufen mal den Rest. Und dann sind wir wieder draußen und nun wirklich nur noch wirklich ganz kurz mal aufs Gebäudedach gehüpft, wo es dann von meiner Seite aus noch ein paar Arbeiten gibt. Zum Beispiel hier etwas Farbiges.
oder unsere Mutter Erde. Samt einem Buch zum Thema. Und hier eine kleine Arbeit zum Thema Traum. Das war mal ein Projekt mit mehreren Menschen, die zu diesem Thema etwas in Second Life angefertigt haben. Und ich habe hier einen Traum umgesetzt, der mir sehr real vorkam und wo ich mir nicht mehr bewusst war zu träumen. Jedoch tat ich das, denn ich war in New York und ich war noch niemals in New York. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und wünsche dann alles Gute in allen Welten. See you.